Hallo, ich bin der Yogi und das ist Prima Kochen mit der Yogi. Wenn du dieses Video gesehen hast, wirst du deinen Sauerteig-Anstellgut nie wieder wegschmeißen. Momentan sitzt eh jeder zu Hause rum und backt sein eigenes Sauerteigbrot. Für ein gutes Sauerteigbrot brauchst du natürlich ein Sauerteig-Anstellgut. Ich habe meines schon hier fertig in diesem Hafen. Wie man das macht, erkläre ich kurz. Und zwar 4 Roggenmehl zu gleichen Teilen mit Wasser vermischen, ungefähr 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, gut verrühren, abdecken, so dass Luft dazukommt und 24 Stunden stehen lassen an einem warmen, dunklen Ort. Ich gehe inzwischen meistens Autofahren. Tag wieder 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser dazu, verrühren. Es sollte so ein bisschen dickflüssig sein von der Konsistenz her. Wieder 24 Stunden warten. Das 3 bis 4 Tage wiederholen. Dein Sauerteig sollte jetzt schon Blasen werfen. Nach 5 bis 7 Tagen und täglicher Fütterung ist dein Sauerteig anstellgut stark genug, um dein Brot aufgehen zu lassen. Um dann dein fertiges Sauerteigbrot zu backen, brauchst du ja pro Kilogramm Mehl am Schluss nur einen Esslöffel von dem Anstellgut. Was machen wir mit dem Rest? Viele Leute schmeißen das weg. Aber nein, nein, nicht mit dem Yogi. No! Wir machen heute lecker Sauerteig Anstellgut-Pancakes. Klatschen bitte. Oh, sorry. Also die Pancakes sind super einfach. Anstellgut salzen in die Pfanne. Wenden. Fertig. It's gonna be alright. Du kannst aber auch ganz einfach variieren, vor dem Wenden Körner drauf, wenden, fertig. Vor dem Wenden Müsli drauf, wenden, fertig. Vor dem Wenden prima Käse drauf, wenden, fertig. Oder vor dem Wenden frisches rohes Rinderherz fein tranchieren und drauflegen, wenden, fertig. Und nach dem Wenden verschiedene Toppings drauf. Spanien-Salat. You've been wasted all this time. Now you popping up. Bierenröster. Cold, it ice on road. But you wanna hit me up, showing Parmesan. When love say what's up, but you wasted Kräuter und Olivenöl. In all my time. Like I owe you shit. Cause I knew you when you had your life ahead. Und so kannst du dein Anstellgut sinnvoll verwenden, ohne es wegzuschmeißen. Denn der Yogi schmeißt nicht gerne Sachen weg.